Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr könnt schon erkennen, wir befinden uns in einer Küche. Und zwar in der Küche von Max Justins Kitchen heute. Ich werde für euch drei Rezepte backen mit unseren neuen Flavid-Produkten von Big Zone, nagelneu rausgekommen. Ich habe hier einmal den Geschmack Milchschokolade, gesalzenes Karamell und Oreo-Keks. Heißt nicht genau so, aber es sind eigentlich Oreo-Kekse. Und dementsprechend werden wir drei geile Rezepte für euch heute backen bzw. anfertigen. Eins ist wirklich No Carb. Die anderen zwei sind so ein bisschen anhand der Zutaten könnt ihr vielleicht erkennen, dass die zwei anderen eher ein bisschen ja, cheatmäßig am Start sind. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Rezept. Das ist so ein, sagen wir mal, Schokofresh-Verschnitt. Dafür brauchen wir zuallererst Schlagsahne, Magerquark und Schoko Brownie Whey, Battle Whey. Nein, das war falsch. Wir brauchen unser schönes Flavid im Geschmack gesalzenes Karamell, denn wie ihr wisst, Schoko Fresh besteht aus Karamell. Wir machen jetzt erstmal den Boden und der besteht hier jetzt eben aus diesen zwei Zutaten und unserem Flavid. Wir müssen einmal die Schlagsahne schlagen, bis die steif ist. Davon nehmen wir 100 Gramm. So, einmal die Waage anmachen. Und eigentlich haben wir hier so ein schönes Rührgerät, aber wir finden die Aufsätze nicht. Das heißt, ich muss heute den Turbo Justin raushängen lassen. Wie in alter Jugend. So. Falls ich ein bisschen schnauf, liegt daran, dass ich innerhalb von 2 Wochen 15 Kilo zugenommen habe. Tut mir leid. Ach so, das ist... Das ist flüssig, Alter. Alter, ich wusste nicht, dass das flüssig ist. Ich habe das Rezept natürlich schon vorgemacht einmal. So, 100 Gramm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay. Sprich, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt versuchen wir unser Glück. Bietet sich da ein kleiner oder ein großer an? Größer. Größer, ja. Gut. Ich denke, jetzt wird es gleich einen Cut geben. Weil ich tue mich gut, oder? Zwei Stunden später. Wir haben jetzt hier diese Fake-Aufsätze genommen. Hat ein bisschen länger gedauert, hat trotzdem funktioniert. Ich mache jetzt noch ein bisschen hier, damit das wirklich schön steif geschlagen ist. Pass auf die Kamera. Spritzt ein bisschen rum. Wir haben jetzt hier unsere Schlagsahne und jetzt packen wir da einfach 250 Gramm Magerquark dazu. Sehr deliziös. Einfach die ganze Packung, sind ja 250 Gramm. So, ey, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Magerquark gelöffelt habe. So. Und jetzt nehmen wir unser gesalzenes Karamell, Flavid. Und ich würde da tatsächlich empfehlen, 2 bis 3 Scoops reinzupacken, damit es schön intensiv schmeckt. Gerade bei der Menge. So, 3 Scoops. Das riecht auch echt gut. Also, das ist schon brutal. Kann man auch im Kaffee verwenden. Habe ich öfters gemacht. Klingt durch die Kopfhörer wie, als ob du dich mehr anstrengst als Roman auf der Bühne vom Posen. Ey, das war ein Kommentar. Ja, Leute, es ist nicht leicht, so viel zu wiegen und gesund zu atmen. Hier ist es warm, okay? Ja, heute ist warm, ja.
Das ist wirklich wahr. Sieht das nicht gut aus? Das sieht schon geil aus. So. Und jetzt machen wir das Ganze hier so ein bisschen gerade. Ja. Ganz wichtig, gerade. Voila, gut diese. Und jetzt packen wir da noch unsere schönen Proteinpuddings drauf. Wir haben einmal Vanille, einmal Schokolade. Optimalerweise wäre Haselnuss. Gab es leider nicht. Also machen wir jetzt hier so ein bisschen Mix. Und den packen wir einfach da drüber. Wir wollen ja das Beste aus beiden Welten, deswegen ein Mix aus Schoki und Vanille. Und unsere Physiotherapeutin hat schon gesagt, wir sollen ganz cool sein und dann so ein Zebra-Muster machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. So, und ziehen jetzt hier. Ja. Ja. Wird nicht so. Sieht aus wie so ein blondierter Typ. Es sieht aus wie ein Ombre-Look. Hat schon was. Er ist ja noch nicht fertig. Schokofresh ist in Schokolade ummantelt. Wir haben jetzt hier so Schokotröpfchen genommen mit Zartbitterschokolade, weil wir sind ja hier die gesunde Fraktion. Ich finde einfach Zartbitterschokolade ist mega lecker. Ist jetzt keine 85%ige, sondern so eine, ja, 50%ige. Und da habe ich einfach die ganze Packung reingepackt, 100 Gramm sind ordentlich Kalorien. Aber wie gesagt, das soll jetzt eher in die Richtung Cheat gehen. Ein bisschen heißes Wasser rein und ihr seht, mega geil. Das Ganze packt ihr jetzt einfach hier drüber. Versucht es gut zu verteilen. Saftig. Das sieht richtig saftig aus. Ich glaube, es sieht aber echt besser aus, als es schmeckt. Wir müssen abwarten. Das Ganze, ich denke, das ballert schon. So. Jetzt tun wir das nochmal so ein bisschen, versuchen zu verteilen, ohne dass der Pudding nach oben kommt. Morgen komme ich hier vorbei. Ich schwöre dir, das wird leer sein. Max so. War lecker. So. Deswegen bist du auch Mitarbeiter des Monats. Und jetzt zu guter Letzt kommen nochmal, damit wir auch nochmal die Makros am Ende einpacken können, ein paar zerkleinerte Haselnüsse drüber. Weil auch das ist in Schokofresh enthalten. Nimm das später mit nach Hause. Ich sag's dir. Und Freunde, fertig ist Rezept Nummer 1. Geht an sich schnell, wenn ihr wirklich einen guten Schneebesen habt. Das sind jetzt 15 Gramm nochmal Haselnüsse drüber. Das Ganze packt ihr jetzt einfach in den Kühlschrank. Das muss jetzt schön abkühlen. Dann wird es auch ein Ticken fester. Gegebenenfalls könntet ihr es auch in den Gefrierschrank stellen. Aber das ist eine Riesenschüssel. Deswegen einfach in den Kühlschrank, bis das alles ein bisschen abhärtet und dann könnt ihr es genießen. Mal schauen, ob es reicht, dass wir das aufgenommen kriegen, dass es wirklich abhärtet. Wenn nicht, dann packen wir es einfach später aus dem Kühlschrank und machen eine kleine Kostprobe für euch. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Rezept und dieses beinhaltet einen Backofen. Den heizen wir einmal vor auf 150 Grad Ober-Unterhitze. Zusätzlich brauchen wir Haferflocken, haben wir hier, Backkakao, Backpulver und Hafermilch. Das sind Zutaten, die brauchen wir nicht mehr. Zusätzlich brauchen wir noch unser Schoko Brownie Whey. By the way, richtig geiles Whey.
By the way, richtig geiles Brei. Das hat sich so gereimt. Speisequark mit der Magerstufe und Flavid im Geschmack. Wie ist der Geschmack? Schwarz-Weiß-Keks. Ist ganz klar ein Oreo. Also Oreo. So. Haferflocken nehmen wir. Ihr könntet auch theoretisch Haferflockenpulver nehmen. Gibt es aber nicht mehr so irgendwie. Also gibt es schon auf anderen diversen Seiten, aber die nennen wir jetzt nicht. Deswegen 45 Gramm Haferflocken zermixen zu Haferflockenmehl. Man könnte bestimmt auch das Rice-Meal nehmen, aber dem vertraue ich jetzt nicht. Ich habe das Rezept schon mal. Habe ich nicht. Ich lüge. So, 45 Gramm. Mixen wir einmal klein. Ich hoffe, das Mikrofon hält das jetzt aus. So. Also, dieser Braunmixer hat wirklich Power. Krass. Das ging flott. Okay, dann haben wir hier unser Haferflockenpulver. Dazu kommt jetzt unser Backkakao dazu. Ich kann euch jetzt schon verraten, was es wird. Es werden gesunde Oreo-Kekse. Und das ist unser Teig für oben und unten, also unser Keksteig. Dementsprechend haben wir auch hier den passenden Geschmack. Wir machen aber nicht den typischen Oreo-Keks mit Milchmitte, sondern mit Schoko-Brownie-Mitte. 30 Gramm Backkakao benötigen wir hier. So, das entspricht 30 Gramm. Dann kommt dazu noch unser wunderschönes Oreo-Flavor dazu. Dann ich nehme mal, sollen wir drei nehmen? Ich hätte jetzt zwei genommen tatsächlich. Ich nehme zwei, weil nachher ist es zu extrem. Ja. Zwei Scoops und Leute, also ihr habt da 250 Gramm drin, ein Scoop sind 3 Gramm, also das reicht euch wirklich, wirklich lange. So, zu guter Letzt noch ein bisschen Backpulver. Ich nehme da tatsächlich immer so 5 Gramm. Damit habe ich eigentlich immer die besten Erfolge erzielt beim Backen, Kochen, wie auch immer. Bei zu viel Backpulver wird es dann auch so ein sauer, muss ich sagen. Deswegen. Wobei beim Backen geht das, glaube ich, weg. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gelesen. Ja. Und irgendwie müssen wir es ja jetzt vermischen. Deswegen nutzen wir da Hafermehl und brauchen dafür eine kleine Schüssel. Das sind ja mega praktische Schüsseln. Weil es darf nicht zu viel Flüssigkeit sein. Dann nehmen wir mal mit Esslöffeln 1, 2, 3, 4, 5. So. Na gut, da kann tatsächlich doch noch ein Ticken mehr rein. Machen wir 6, 7, 8. Boah, das riecht schon. Das riecht schon gut. So, 12 Esslöffel Hafermilch haben wir jetzt hier drin. Ich glaube, das sollte dann auch wirklich gut reichen, damit die Masse schön, ja, genau so eine Masse wollte ich.
Jetzt machen wir uns die Hände dreckig. Das gehört dazu beim Backen. Fühlt sich schon geil an. So, als nächstes brauchen wir jetzt unser Backblech. Kannst du mir das Backblech rüberschieben? Und hier breiten wir das Ganze ein bisschen aus. Dann schmieren wir uns einmal die Hände mit Mehl ein. Erstmal abwaschen. Oh ja, viel besser. So, Freunde. Wir machen jetzt hier die Kekse. Kann man schon so nennen. Einfach mal flach drücken. Das kann auch ein richtig stabiler McDonald's Brownie sein. Das ist einfach ein Cookie. Hammer. Jetzt noch so ein bisschen Haselnüsse drüber. Stimmt. Wir haben jetzt hier keine schöne Plätzchen vor. Ja, genau. Wir müssen das jetzt so ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, es klappt. Ein bisschen drehen vielleicht. Wir haben jetzt hier 6 Cookies für 3 Oreo-Kekse. Kleiner Tipp, wenn ihr das hier auf so einem Backpapier drauf macht, packt vorher ein bisschen Mehl drüber oder drunter. Weil? Dann klebt das alles nicht so, ne? So. Gerade wenn wir jetzt backen werden. Und das Ganze schieben wir jetzt einmal in den Backofen bei 150 Grad. Für circa 12 Minuten. Machen wir den Timer. Das dritte Rezept ist tatsächlich ein Rezept, das ich in meiner Prep fast jeden Morgen gegen Ende der Diät gegessen habe. Und zwar beinhaltet es 300 Gramm Eiklar, könnt ihr ebenfalls bei Big Zone erwerben. Ein Vollei, Milchschokolade flavored. Und 5 Gramm Backpulver. Und daraus machen wir jetzt Crepe. Und dazu gibt es dann noch eine geile Soße, beziehungsweise einen geilen Dip. Alles wirklich fast no, also es ist eigentlich no carb. Wir packen jetzt einfach hier 300 Gramm Eiklar rein. Also unseren gesamten Tetra-Pack. So, sind sogar genau 300 Gramm, also hier werdet ihr nicht beschissen. Dann ein Vollei, denn Fette sind auch in der Prep wichtig. Natürlich haben wir die runtergefahren, aber gerade so ein Vollei mega gut, auch das Eiweißprofil, Aminosäurenprofil. Dann packt ihr 5 Gramm Backpulver da rein. Okay. Und zu guter Letzt 2 Scoops. Also da könnt ihr ruhig 2 Scoops nehmen vom Milk Chocolate Flavored, sprich 6 Gramm. Und das Ganze verrührt ihr jetzt einfach. Da könnt ihr jetzt auch theoretisch wieder einen Handmixer nehmen oder so wie ich es jetzt hier mache. So, also ihr braucht da wirklich auch, wir machen daraus jetzt Crepe, ja, ihr braucht da kein Mehl, gar nichts, das funktioniert auch so. Ihr braucht nur eine gescheite Pfanne und ein gescheites Öl, das ihr auf die Pfanne sprüht. Oder im besten Fall, im besten Fall das Big Zone Cooking Spray, genau, darauf wollte ich hinaus. So, wie gesagt, einfach, dass alles untergemischt ist, so ein bisschen.
Ihr seht schon, es ist sehr flüssig, aber es wird hoffentlich funktionieren. Ich habe jetzt an dieser Pfanne noch nie gearbeitet, aber das ist jetzt die, der Rohteig. So. Hier, dieses wunderschöne Produkt könnt ihr auf big-zone.de erwerben. Mit dem Code GEM10 spart ihr 10%. Einfach mal sprühen und Vorteil beim Cooking Spray, wir haben hier Kokosnuss enthalten und das ist sehr hitzebeständig. Ich sag's euch, das sind gerade richtige Throwbacks zu Prep. Ich habe mich jeden Morgen, bevor ich meine Stunde Cardio gemacht habe, auf diese Crepe gefreut. Das ist schon krass, ne? Einfach nur eiklar gefühlt. Basics, so ist es. So. Und die macht ihr auch wirklich ganz dünn. Die gehen, funktioniert gar nicht, dass die dick sind. So, zumindest, dass sie mal hier ein bisschen was ausfüllen, damit es eine Form ist. So. Und ich glaube, wir können sogar, das ist jetzt nämlich nur auf dem kleinen Feld. So, ich glaube, das geht auch aufs große. Jetzt schlägt er hier schon ein paar Bläschen, man sieht schon, es wird fest. Ist noch nicht an allen Stellen. Kann man noch ein bisschen warten. So. Ich habe die zu Hause immer so schon in der Pfanne dann zusammengedreht zu so einem gedrehten Crepe. Das dauert ein bisschen. Ich glaube, der nächste wird einfach ein großer. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Macht das nicht zu Hause nach, Freunde. Das ist heiß. Das ist ganz heißes Eisen. Komm schon. Einfach von der Seite. So. Numero uno. So. Und das macht ihr jetzt mit dem ganzen restlichen Ei klar. Wollen wir es versuchen? Einen ganzen? Wir machen mal einen ganzen, ja. Der wird groß. Das wird eine Bossportion. Ich denke, das wird auch nicht funktionieren. Jetzt müsste man theoretisch einen Deckel haben. Ich glaube, wir haben sogar einen passenden Deckel. Zuerst muss, also gerade bei sowas, wenn ihr so Pancakes macht oder auch Crepe, lasst unten den Boden einmal wirklich ohne Deckel, damit es fest wird. Dann packt den Deckel drauf, dann geht das schön auf. Und dann habt ihr einen perfekten Pancake. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Das wird hell. Ja. So, ich guck mal hier rein, ob die schon hart sind. Ich verbrenne mich gleich. Brauchen noch ein bisschen. Also doch mehr als 12 Minuten. Sagen wir mal 15 Minuten. Es ist jetzt 23 nach, ich packe die in um 25 nach aus. Mhm, ist okay. So. Freunde, jetzt machen wir hier, ne, zwischen den Oreo-Keksen ist ja immer so eine weiße Creme. Die bereiten wir uns jetzt hier vor. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Magerquark. Und wie gesagt, wir machen nicht den Milch-Oreo, sondern den Schoko-Brownie-Oreo mit unserem Schoko-Brownie-Way. Das Battle-Way. Schmeckt einfach intensiver. Umrühren.
Und da könntet ihr jetzt theoretisch auch ein Flavit benutzen. Wir benutzen Whey einfach, um den Proteingehalt unseres Cookies zu erhöhen. Zusätzlich sind da Enzyme beigesetzt, sprich, wenn ihr euch davon 100 Stück macht und in einen Fressflash verfallt, habt ihr Enzyme beigesetzt, sodass ihr eure Verdauung mitmacht. Geil. Und die könnte man jetzt auch noch in den Kühlschrank stellen, damit die abhärten. Dann könnt ihr die genießen. Für unseren Pancake bzw. Crepe Dip brauchen wir hier das Battle Vegan. Ich habe das jetzt im Geschmack Schoko-Haselnuss. Und das ist wirklich simpel. Der Vorteil an so einem veganen Whey, es wird sehr, sehr dickflüssig. Wir nehmen hiervon ca. 20 bis 30 Gramm, je nachdem, wie viel Dip ihr eben haben möchtet. Packt das einfach in so eine kleine Schüssel. Ich nehme da jetzt mal 20 Gramm von. Und dann ein klein wenig Wasser. Ein klein wenig mehr Wasser. Und schon könnt ihr euren Pancake oder auch euren Crepe da reintunken oder das Ganze drüber schmieren. Und ich schwöre euch, das war das Highlight in meiner Diät. Real Talk. Gucken wir uns jetzt nochmal den Pancake hier an. Der sieht okay aus. Der ist, ich krieg den niemals raus, Mann. Oh, doch. Ah, oh, der bricht. Oh, krass, Alter. Faltpappe. Okay, wir lassen das mal hier noch. So, jetzt kommt die Kunst. Wie kriege ich. Oh, fuck, ist das heiß. Mach in der Mitte sonst einmal so und dann klappt noch mal. Meinst du? Ja, genau. Einfach. Und rüber, ja. Okay, das sieht jetzt gar nicht lustig aus. Oh. So, ist nicht schön, aber selten. Es geht eigentlich nur um den Geschmack, Freunde. es geht nur um den Geschmack. Und ich schwöre euch, ich habe das auch tatsächlich genau so gegessen. Ich habe das auch nicht mal hinbekommen. Und dann packt ihr hier wirklich einfach diesen Tipp drüber. Komm schon. Na, der letzte war zu viel. Ja. Verteilt ihr jetzt einfach und ehrlich gesagt, ich habe das einfach nur so blapp und gegessen. Ja? Also wir haben jetzt hier unser No-Carb-Rezept, unsere Protein-Pancake-Crepe oder auch einfach nur, wie könnte man das? Creme de Mousse. Dann haben wir hier unsere Oreo-Kekse und aus dem Kühlschrank holen wir nochmal unser schönes Schoko-Fresh-Verschnitt-Produkt. Ja. Ich weiß noch nicht so richtig, was das ist, aber. Mit dem Oreo hat das wenig gemeinsam, aber sehr lecker. Wie? Okay. Wo wir Oreo-Flavor benutzt haben.
Die Mitte ist nicht Oreo. Nee. Ja, er ist noch zu weich. Ah. Weil er noch nicht ganz fest ist. Der müsste in den Kühlschrank. Ja, ja. Schmeckt ein bisschen wie ein Brownie. Der McDonald's Brownie. Wir hätten einen machen müssen. So. Okay, was gibt's noch? Das müsst ihr mal probieren. Aber dann haben was mit Löffel oder so? Ja, ich habe da extra einen Löffel. Das ist heftig. Was war da jetzt alles drin? Schlagsahne? Schlagsahne, Magerquark, Zartbitterschokolade und Proteinpudding und unser gesalzenes Karamell-Flavid unten. Ich probiere mal hier meinen Protein-Pancake, weil ich glaube, den will keiner probieren. Aber ich weiß, wie der schmeckt. Mit anderen Worten, Viola muss uns mal besuchen. Nochmal. Mit anderen Worten, Viola muss uns mal besuchen. Okay. Viola, wir brauchen deine Hilfe. Viola, du musst mir deine Kochkünste übergeben. Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kleine Kochvideo gefallen. Ich bin nicht der Beste darin, zwar ein bisschen viel hin und her, aber im Endeffekt hoffe ich trotzdem, dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen und vielleicht das ein oder andere Rezept nachmacht. Gerne mal einen Kommentar da lasst, wie es euch geschmeckt hat. Also, Ich denke, die meisten werden eigentlich nur diese Pancakes machen. Aber probiert das mal aus. Gerade wenn ihr cheaten wollt. Das ist schon richtig geil. Und ja, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da, ein Abo, Glocke aktivieren. Und wie gesagt, ihr könnt mich sehr gerne auf Bigson unterstützen mit meinem Code JAM10. Wenn ihr weitere Kochvideos sehen wollt, dann schreibt das auch unten rein. Und dann sehen wir uns zu einem nächsten Video. Haut rein, macht's gut.